Nice, ey, wie sieht das anhört. Übertrieben abgespaced, gar nicht Pokémon-like. Aber okay, hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Battle Revolution. Nice, diesmal geht es weiter mit einem Nintendo Wii Pokémon-Spiel. Pokémon Battle Revolution. Auf der Rückseite steht Kämpfe im großen Stil auf dem Fernseher. Ja, zu der Zeit hat man ja die meiste Zeit über Pearl, Diamant und Platin gespielt gehabt. Das Spiel, ja, stammt aus dem Jahre 2007. Ist schon ein bisschen älter. Aber ich habe auf YouTube ein paar Videos gesehen, wie einige Pokémon-Spieler aus den älteren Generationen, zum Beispiel aus der dritten Gen, Blattgrün etc., die Shiny-Pokémon, die sie fangen, in diesem Spiel weiter benutzen. Und das fand ich richtig cool. Das will ich auch machen. Außerdem ist es ein Pokémon-Spiel. Und ja, Pokémon ist willkommen auf meinem Kanal. Es gibt ja auch noch auf der N64 ein Pokémon-Spiel namens Pokémon Stadium. Und ich habe das Gefühl, dass es ja so ähnlich ist wie dieses Spiel. Nur, dass dieses Spiel, was wir uns jetzt antun werden, Pokémon Battle Revolution, die erweiterte Version ist. Cool, was ist eigentlich hier los? Ah, ist gut, dass ich nicht direkt losgelegt habe, sonst hätte ich von dieser Szene nichts mitgekriegt. Und dieses Spiel spiele ich auch zum ersten Mal. Okay. It's super effective, das ist Englisch. Ach ja, in diesem Spiel gibt es auch jemanden, der kommentiert. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns das reinziehen. Growdon und Dialga. Heftig, heftig. Hyperbeam. Oha, was für ein Damage. Das ist Pike hier. Mega cool, wie das aussieht auf der Wii. Oha. Ach so, hört man überhaupt was? Los geht's. Jetzt reagiert man. Mario Controller nicht. Aber dafür die Wii-Fernbedienung. Okay, halte die Wii-Fernbedienung so wie angezeigt und zeige dann mit ihr auf dem Fernsehbildschirm, sodass der blaue Pokéball-Zeiger erscheint. Sobald du mit der Wii-Fernbedienung auf den Fernsehbildschirm zeigst, wird der Pokéball-Zeiger eingeblendet. A-Knopf drücken, um den nächsten Bildschirm einzublenden. Versuche auf Smiley zu zeigen, was gleich erscheint. Hier, das soll ich anklicken. Ach so, dies ist die Grundsteuerung, die du kennen musst, um die Wii-Fernbedienung und den Pokéball-Zeiger korrekt einzusetzen. Dann schauen wir uns mal hier ein wenig um. Colosseum-Modus, DS-Kampf-Modus. Worum geht es denn hier? Spiele drahtlos auf der Wii-Konsole über bis zu 4 Nintendo DS-Systeme, mindestens 2, mit jeweils einem DS-Pokémon-Spiel. Okay, ich habe tatsächlich ein Nintendo DS und dann habe ich noch ein Nintendo DSi. Und dreimal den 2DS. Angenommen, man kann den 2DS nicht benutzen, so habe ich trotzdem ein Nintendo DS und ein Nintendo DS Lite. Und was passiert dann? Stimmt, ich glaube, das soll ein ganz besonderer Modi sein. Ich habe mir vorhin etwas angeschaut, aber darum kümmern wir uns ein anderes Mal. Option. Kommentator, genau. Den ziehen wir uns rein, oder? Also ich habe tatsächlich Bock drauf, hier dein Kommentieren reinzuziehen. Darauf habe ich echt Bock. Okay, dann schauen wir uns mal den Colosseum-Modus an. Na, ich habe die Wii-Fernbedienung nicht allzu oft benutzt. Und ich benutze jetzt die Fernbedienung wie einen Controller. Ich muss komplett anders denken. Okay, ich habe noch keinen Spielstand. Daher gibt es nur die einzige Möglichkeit, und zwar ein neues Spiel zu starten. Und darum geht es in diesem Let's Play. Bin schon gespannt. Hier Spielstände kann ich mir klar machen. Das ist ja cool. Das heißt, ich kann mir insgesamt 8 Stück klar machen, da ich noch die Wii-Konsole habe und vorhatte, im Privaten auf der Wii zu spielen. Ja, alles klar. Vielen Dank, dass Sie heute mit Poketopia Airlines fliegen. In wenigen Minuten erreichen wir Poketopia. Würden Sie bitte Ihr Profil anlegen, während wir landen? Vielen Dank. Ja, okay. So wie es aussieht, passt da Kanchario nicht rein. Oh, wo sind denn die ganzen Buchstaben? Aha, so macht man das. Aha, okay, ist ja interessant. Klein A. Dann heiße ich wohl Kancha. Also in diesem Spiel geht es hauptsächlich um das Kämpfen. Ich weiß nicht, ob das Spiel einen Story-Modus hat. Ups.
Wenn ja, weiß ich auch nicht, worum es geht, aber höchstwahrscheinlich geht es um das Campen. Also das ist nicht so wie die gewöhnlichen Pokémon-Spiele, die wir kennen. Ja, zum Beispiel wie Karmesin und Purpur storymäßig irgendwas machen. Okay, cool. Das war's. So ist der Name, Kansha. Bestätigen. Ist Kansha okay? Ja, so ist mein Name. Nice. Ist das cool. Willkommen in Poketopia, der Vergnügungspark, in dem sich alles um Pokémon-Kämpfe dreht und den Trainer aus aller Welt besuchen. Ich heiße Anna, ich bin hier die Empfangsdame und würde dir gerne alles erzählen, was es über Poketopia zu wissen gibt. Schön, dich kennenzulernen. Hast du vielleicht ein paar Fragen? Darf ich dir etwas über Poketopia erzählen? Ja bitte, das ist interessant zu wissen. In jedem Bereich Poketopias findest du eine Einrichtung für Pokémon-Kämpfe, ein sogenanntes Kolosseum. In solchen Kolosseen werden, um an einem Pokémon-Kampf in einem Kolosseum teilzunehmen, brauchst du erst einen Kampfpass, ausgestellt in Poketopia. Kampfpass? Ein Kampfpass ist eine Karte, die Informationen über einen Trainer und seine Pokémon enthält. Mhm. Nun, als kleines Geschenk dafür, dass dies dein erster Besuch in Poketopia ist, gebe ich dir einen Kampfpass, okay, korrekt. Und zwar einen sogenannten Beipass. Bitte such dir einen aus. Mir einen Pass aussuchen. Okay, da sind ja schon Pokémon dabei. Warte mal, ich schaue mir erstmal die Pässe an. Rohdiamant Carmen. Oha, was hat sie denn für coole Pokémon am Start? Alles Pokémon aus der ersten Gen. Ist das Bisasam oder Bisaknosp? Sagen wir mal Bisaknosp. Das andere ist Glutexo. Ich würde mir gerne den anderen Pass anschauen wollen. Die sind alle auf Level 50, okay. Ah, hier sind die Pokémon aus der vierten Gen wiederum. Also da das ja ein Pokémon-Spiel ist, was derzeit erschienen ist, in der die vierte Gen rausgekommen ist, würde ich gerne mich für diesen Pass entscheiden wollen. Damit ich mich auch ein wenig mit der vierten Gen auseinandersetze. Jetzt auf die Pokémon bezogen. Okay, Grünschnabel Nils. Ein Kampfpass enthält Informationen über einen Trainer und bis zu 6 seiner Pokémon. Dieser Trainer nimmt an deiner Stelle an Kämpfen teil. Du kannst das Aussehen des Trainers, den Typ und sogar seine Meldungen in Spruch während eines Kampfes auswählen. Übrigens, besitzt du vielleicht ein DS-Pokémon-Spiel? Ja. Oh, das ist großartig. Wenn du ein DS-Pokémon-Spiel hast, kannst du deine Pokémon nach Poketopia bringen und zwar durch Kopieren. Was? Kann ich dann meine Pokémon, die ich in der vierten Gen fange, hier einfach auflassen? Dann kannst du die Pokémon, die du nach Poketopia gebracht hast, verwenden und einen Individualpass entwerfen. Zum Kopieren von Pokémon aus deinem DS-Pokémon-Spiel musst du das Lager öffnen. Und dann willst du Pokémon kopieren? Das geht alles ganz einfach. Probier es mal aus. Mit dem Leihpass, den ich dir gab, kannst du gleich am Pokémon-Kämpfen teilnehmen. Aber im Gegensatz zum Individualpass kannst du die Pokémon auf einem Leihpass nicht selbst bestimmen. Ach so, okay. Als nächstes möchte ich gerne die anderen Menüs erklären. Unter Kampfpass kannst du deinen Kampfpass bearbeiten, also Aussehen und Sprüche eines Trainers ändern. Und Pokémon in deinen Individualpass setzen. Im Laden kannst du Accessoires für einen Trainer kaufen. Accessoires erhältst du auch als Belohnung bei Kämpfen. Wir bieten verschiedene Accessoiresorten im Laden an. Du solltest da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Unter Kampf kannst du Kolosseum-Kampf wählen, der in Poketopia angeboten wird. Ach so, übrigens, das ist eine Pikachu-Puppe, kein echtes Pikachu. Oder wähle freier Kampf, um mit einem Freund oder durch Einsatz eines deiner Kampffesse zu kämpfen. Über Nintendo Wi-Fi Connection kannst du via Nintendo Wi-Fi Connection mit anderen Spielern Pokémon-Kämpfe austragen. Dieser Modi sollte nicht mehr gehen, aber vielleicht gibt es ja Möglichkeiten. Im Laden kannst du Accessoires kaufen oder Geschenke via Geheimgeschehen an dein DS-Pokémon-Spiel senden. Du brauchst dazu aber Poké-Coupons. Poké-Coupons erhältst du als Belohnung, wenn du einen Kolosseum-Kampf meisterst.
Unter Profil kannst du dein Profil und deine Rekorde prüfen. Und unter Speichern kannst du deinen aktuellen Spielfortschritt in Poketopia speichern. Speichere dein Spiel am besten immer, bevor du Poketopia verlässt. Ah, okay, alles klar. Das wäre soweit alles. Ja, das Ding ist, ich spiele das Spiel gerade auf der Wii U. Deshalb muss ich die Wii-Fernbedienung benutzen. Also, die Wii-Spiele auf der Wii U funktionieren, aber man muss die Wii-Fernbedienung benutzen. Und man muss auch vorher in so ein Wii-Menü reingehen. Ich bin sicher, du wirst riesen Erfolge in Poketopia feiern. Ja, ich hoffe. Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß. Na, ich musste ja erstmal hier auf die Technik klarkommen. Gott sei Dank, jetzt ist alles besser. Kopiere Pokémon aus einem DS-Pokémon-Spiel. Okay. Das müssen wir jetzt nicht. Ich würde tatsächlich direkt loslegen wollen. Soll ich jetzt schon mal speichern? Ja, ich speichere mal. Unter Spielspeichern kannst du deinen Spielfortschritt in Poketopia speichern. Ach, sie erklärt das nochmal. Unter Kampfpass speichern kannst du deinen Kampfpass auf einem WFB speichern. Unter Kampfpass laden kannst du Kampfpässe anderer Spieler als Freundepässe registrieren, indem du die Daten der Wii-Fernbedienung wählst. Achso, WFB steht dann doch wahrscheinlich für Wii-Fernbedienung. Ich war mir halt gerade nicht so sicher. Okay, einmal abspeichern. Ja, bisher habe ich 0 Punkte. Und seit 6 Minuten bin ich am Start. Okay, so sieht das Speichern aus. Ja, ich möchte fortsetzen. Okay, was meinte sie? Wie kann ich jetzt anfangen zu kämpfen? Mit Kampfpass? Oder direkt Kampf? Ja, genau. Hier gelangst du zu den Kämpfen. Ich schaue mir nochmal die Kampfinfo an. Oder sie sagt schon was dazu. Okay. Im Kolosseum-Kampf kannst du an Pokémon-Kämpfen teilnehmen, die in Kolosseen in ganz Poketopia abgehalten werden. Unter freier Kampf kannst du mit Kampfpässen kämpfen oder einen Zwei-Spieler-Kampf mit einem Freund austragen. Unter Kampfinfo erhältst du einige nützliche Informationen zu Pokémon-Kämpfen. Kämpfe in den diversen Kolosseen Poketopias. Für den freien Kampf werden zwei oder mehr Kampfpässe benötigt. Okay, den schauen wir uns erst nicht an. Vielleicht kann ich mal meine Schwester oder eine andere Person fragen, ob wir mal zusammen spielen wollen. Ich lade dann die Person zu mir nach Hause ein, etc. Mal gucken, was passiert. Also in diesen ganzen Modis, die uns hier angeboten werden. Freier Kampf. Und auch generell, wie das ist, wenn man tatsächlich das Spiel mit dem Nintendo DS-System verknüpft und halt die Spiele Pearl und Diamant spielt. Bin schon gespannt. Kolosseum Kampf. So, was haben wir hier? Kolosseum Promenade. In diesem Kolosseum an der Hauptstraße Poketopias tummeln sich viele Touristen. Kolosseum Portal. Die schwimmende Kolosseum vor den Toren Poketopias ist herrlich anzusehen. Das will ich mir unbedingt anschauen, aber ich fange erstmal mit diesem Spaß an. Kolosseum Promenade, K.O.-Kampf. Ein herkömmlicher K.O.-Kampf. Hast du alle 6 Trainer besiegt, trittst du gegen den Kolosseum-Leiter an. Oha. Details. Kampfbeschreibung, ein herkömmlicher K.O.-Kampf. Zugelassene Kampfpässe, Individual- und Beipässe sind hier zugelassen. Erforderliche Zahl an Pokémon, 3 für einen Einzelkampf. Und 4 für einen Doppelkampf. Bedingung zum Sieg. Du siegst, wenn alle Pokémon des Gegners K.O. gegangen sind. Ey, ich habe auf jeden Fall Bock darauf. 30, Stufe 1. Okay. Los geht's. Ach so, das ist damit gemeint. Levelvorgabe ab Level 30. Kampfstil Einzelkampf. Bestätige Levelvorgabe und Kampfstil. Okay, das ist mein Pass. Einen individuellen Pass habe ich gerade nicht. Dafür den Leihpass, den ich vorhin von Anna erhalten habe. Ja, den benutze ich. Diesen Pass verwenden. Stört euch der schwarze Rand? Wenn ja, dann versuche ich beim nächsten Mal drauf zu achten. Ansonsten könnte ich jetzt auch was ändern. Okay, nice, geil. Was für ein heftiges Feeling, ey. Das ist so oldschool.
Ich meine, ich habe schon mal Pokémon Stadium gespielt. Und das fühlt sich ein bisschen so an, als ob ich es wieder spielen würde. Okay, für welche drei Pokémon hat sich der Kollege entschieden? Ja, dieses System gibt es hier auch in der 6. Gen, in der 7. Krass. Okay, ich will auf jeden Fall mit den Starter-Pokémon unterwegs sein. Pliprin, Felkarein und Pampiro. Da das ein Einzelkampf ist, können die Trainer jeweils drei Pokémon benutzen. So, mal schauen, wie der Kollege kommentiert. Colosseum Promenade. Utopia, Colosseum Promenade, K.O.-Kampf, Kampf 1. Es wird spannend zu sehen, wie es diesmal aussieht. Das ist so geil. Beide Seiten bersten fast vor Energie. Bersten fast vor Energie. Garantiert von den Sitzen reißen. Boah, der Kollege hat die deutsche Sprache voll drauf. Aufgabe. Aufgabe? Warte mal, was heißt Aufgabe? Aufgeben oder wie? Nein. Okay. So. Ich kann auch die Pokémon auswechseln. Nice. Was ist eigentlich hier der B-Knopf? Ach so, die Taste hinter der B-Fernbedienung. Okay, gut. So sieht Pliprin aus. Geil. Ey, Leute, das ist komplettes Neuland für mich. Aber ich denke, für die meisten von euch auch. Ganz besonders für diejenigen, die auch etwas jünger sind. Mal schauen, was wir erleben werden, ey. Boah, dieser Move. Die Attacke schlug fehl. Ja, das hört man gern. Kommentier weiter. Diese Kraft. Ja, Mann. Ein heftiger Kampf wird in diesem Kolosseum ausgetragen. Ich mach weiter mit Aquawelle. Trainer Canchario setzt Aquawelle ein. Getroffen. Ja, ist das denn zu fassen? Der Damage war aber minimal. Bam. Was ist das für ein geiles Spiel? Und hier kommt Tauboga. Tja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Welche Entwicklungen können wir als nächstes erwarten? Geil, wie er kommentiert. Der Delegator erschien. Der Delegator erschien. Das ist voll der Zungenbrecher, der Delegator. Im Kolosseum regnet es in Strömen. Man könnte jetzt denken, ich habe hier einen Gast in meinem Stream, aber tatsächlich ist das der Kommentator im Spiel. Ja, ich habe jetzt Regentanz eingesetzt. Ich wollte mir das anschauen. Und ich bin hier mit Pliprin am Start. Und der Kollege hat jetzt Tauboga eingesetzt. Und Tauboga hat Delegator eingesetzt. Jetzt muss ich Taubogas Delegator erstmal zerstören. Der Delegator wurde getroffen. Der Delegator wurde getroffen. Heftig. Ist das nicht heftig? Wie sehen die Pokémon aus? Die Attacken, die Trainer, die Moves, die Qualität, ich frage mich, Melodie. Welche Auswirkungen das auf den Kampf haben wird. Erstschlag! Ja, Ruxukib, deswegen Erstschlag. Ein wohlgezielter Angriff. Aber Piprim ist auf jeden Fall zäh und tough. Lustig, Pokémon-Spiele mit Synchro, ja. Das ist geil, ne? Ein Megatreffer, es fiel in Ohnmacht. Ein Megatreffer, es fiel in Ohnmacht. Es regnet weiter. Alleine schon habt ihr das mit dem Regentropfen auf der Kamera Ponita gesehen. Der Kampf hat seine letzte Phase erreicht. Oh, Ponita, ich habe die anderen Pokémon gar nicht eingesetzt. Ja, Pliprin ist auf jeden Fall strong. Agilität. Es ist einfach nur hin und her gehüpft. Nice. Boah, ich freue mich schon auf den Moment, wenn ich ein Shiny-Pokémon übertrage. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Nice, ich habe gewonnen. Ich schätze, ich bin auf mein irgendwas gewonnen. Speichern, fortfahren. Muss ich immer speichern? Führe schnell speichern aus und gehe zum Empfang. Gibt es dafür Punkte? Ey, das Spiel macht mega Spaß. Speichern des Spiels erfolgreich. Yeah. Was geht ab? Eine super Leistung. Da du einen Kolosseumkampf per Schnellspeichern gesichert hast, kannst du das nächste Mal gleich dort weitermachen. Hoffentlich beehrst du uns bald wieder. Wie macht das Spiel jetzt aus? Das war nicht so gemeint. Ich dachte, ich muss speichern.
ihr Pokémon 2007. Pokémon Battle Revolution, 4. Gen. Palkia und Dialga und die drei Starter-Pokémon. Ah, schaut mal, Leute. Das lag nicht an der Fernbedienung, das lag an mir. Okay, Steuerung A, Zeiger, Steuerkreuz, Zeiger bewegen, markieren. A-Knopf, markierte Option auswählen, B-Knopf. Momentan ist diese Steuerung ausgewählt, drücke einen beliebigen Knopf, um zum Hauptmenü zu gelangen. Ja, das Spiel kannst du aber auch auf der Wii spielen. Ich spiele das jetzt auf der Wii U, weil die Wii U ist quasi schon ja, mit meinem Rechner, mit der Game Capture Card angeschlossen und meine Wii ist wiederum mit meinem Fernseher angeschlossen. Okay, wir machen weiter, wenn das geht. Genau, fortfahren, ja, das ist der Spielstand. Aber muss ich jetzt wieder von vorn beginnen? Also bei Trainer 1 oder kann ich direkt weitermachen mit Trainer Nummer 2? Mal schauen. Hey Anna, was geht? Hallo Kansha, es gibt einen Schnellspeicherstand deines letzten Kolosseum-Kampfs. Ja, ich möchte den Speicherstand fortsetzen. Schnellspeicherstand löschen, Spiel speichern und den Kolosseum-Kampf fortsetzen, einverstanden? Achso, ich habe jetzt nicht wirklich richtig gespeichert. Okay. Aber falls ich mal rausgehe und wieder reinkomme, kann ich von dort aus weitermachen. Ich wünsche dir viel Spaß heute. Habe auch keine Wii, nur DSi, 2DS und Switch. Aber ist nicht so schlimm. Falls du mal irgendwann ein bisschen Geld am Start hast oder so, dann kannst du ja gucken, was du auf eBay oder so findest.